Und von erlaubten 70 sind wir dann irgendwie 50 oder 40 gefahren, keine Ahnung. Also so in der Kolonne quasi. Das ist nicht cool. So, hier geht's rechts, hier geht's gleich ein bisschen links. Gleich angebremst. So, weiter geht's. Ah, da ist die Walker wieder, Alter. So, jetzt haben wir genug Geschwindigkeit reduziert und fast ungebremst durch die rote Kurve zu brettern. Nein, er überholt mich auch nicht links und auch nicht von hinten. So, Vierradslide. Und by the way, für alle Leute, die das jetzt auf YouTube gucken, wir sind hier auf Twitch, www.twitch.tv/schlipptv. Das streame ich dann immer wieder mal, Drive Club zum Beispiel, oder auch mal ein anderes Game mal gucken. Also Drive Club ist jetzt so erstmal das Hauptspiel quasi, was jetzt in der Zeit gestreamt wird. Nein, du überholst mich nicht noch einmal! Jo, genau, auf einmal hat sie voll den Turbo unterm Arsch, oder was? Richtig gemein, sowas. Ich habe den versucht auszubremsen, es hat nicht geklappt. So, erreiche Platzierung von... Okay, beide Sterne haben wir uns geholt. Und erreiche die Platzierung in der ganzen Meisterschaft innerhalb der Top 3. Und schließe die Meisterschaft mit mindestens 20 Punkten ab. Das haben wir auch getan. Demnach haben wir das Ding komplett erfüllt. Und... haben 6 von 6 Sternmedaillen erhalten. Oh, jetzt haben wir eine 45er CLA bekommen. Ja, ist halt quasi fast das gleiche Auto. Gerade kurzer Moment, ich huste mich aus. So, wieder da. So, jetzt haben wir hier die ersten Rennen alle durch. Sogar, ja, 2 von den 5 haben wir mit kompletten Sternen erfüllt. Den restlichen haben wir mit jeweils 2 von 3. Die sagen, gehen wir mal weiter in den Mini-Grand Prix. Und fahren hier weiter. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was sie erreichen müssen. Aber ist ja nicht schlimm. So, erreiche eine Platzierung in den Top 3, schlage das Kurvenfahrtenduell von 900 und erreiche eine Geschwindigkeit von mindestens 169 km/h. Was ist das eigentlich da oben? Ah, soll das eine Lampe sein? Also ich meine, da diese komischen 4 Teile am Rückspiegel oben. Jo, jetzt habe ich abgelenkt. Jetzt bin ich abgelenkt gefahren. Das passiert dann das gleiche wie wenn man am Handy am Steuer ist. Man ist abgelenkt und dann fährt man in den Mist zusammen. So. Blauer Mini Cooper gemacht. Ja, haben wir erreicht. Perfekt. Jetzt müssen wir das nächste Runde nicht mehr machen. So, schön an einem Mini vorbei noch. Also das... Oh, Jo, der hat meine Scheibe kaputt gemacht. Guck dir diese Scheibe an, die ist gebrochen. Jo. Genau. Auf einmal komme ich an allen vorbei oder was? Boah, was war das jetzt? Hat mich der erste ein bisschen zur Seite gestürzt und dann bin ich voll in die Böschung. Wenn man das so nennen kann. Das war ja eigentlich eine heiße Ehre. Bremst doch nicht so stark.
Oh. Da sind wir schon in der zweiten Runde. Dankeschön fürs Ausbremsen. Das war jetzt sogar ernst gemeint. Wenn der nicht da, dann wäre ich da deutlich schneller in die Kurve und wahrscheinlich die Mauer erstmal wieder geknutscht. Oh Leute! Mann! So, jetzt sind wir Erster. So soll das vielleicht bleiben. Jetzt habe ich es drauf ankommen lassen. Und das Auto sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich gerne von der Innenansicht fahre. Einfach aus dem Grund, man sieht nicht, wie das Auto abfackt. Und gleich müsste irgendwann, glaube ich, das Ziel. Ah, das Ziel, das ist noch ein bisschen ein paar Kurven weiter. Ich sehe es gerade unten auf der Minikarte. Das ist da oben ganz blass schon. Ah, jetzt muss ich ein bisschen anbremsen. Perfekt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ein aktueller Rallye-Weltmeister heißt, dieser Finne oder was das ist. So, jetzt sind wir auf dem Weg schnurstracks ins Ziel und uns überholt keiner mehr. Perfekt. Schöne Sache. So, ganz dreist mal wieder alle Sterne mitgenommen. Und ich würde sagen, dann fahren wir auch direkt mal weiter im Mini Grand Prix. Hä? Das war's schon? Ah, das war nur ein Rennen. Ich habe gemeint, irgendwie, das. Wie es auch wieder heißt. Oh, sag's mir doch. Dachte, das ist eine Meisterschaft. Und hab dann deswegen. So, ich würde sagen, wir fahren mal zur Abwechslung mal wieder Rundenzeiten. 1,40 bis 1,31 haben wir Zeit. So, was soll man fahren? Die normale A-Klasse oder die CLA, die Coupé-Klasse? Ja. Angeblich soll der CLA einen minimal höheren Drang haben zu driften, also hinten rum wegzugehen. Dafür ist Beschleunigung und das Handling geringer. Geschwindigkeit ist die gleiche. Ich bin hier schon noch fast geneigt, die Kompaktversion zu nehmen. Aber wir nehmen zur Abwechslung das Coupé. Vielleicht kriege ich es ja damit auch hin. Oh, wir fahren fliegender Start. Oh, hier sitzen wir jetzt wieder mal links im Auto. Ich bin die ganze Zeit rechts. So, da sind die ganzen Sternautos. Die Indikatoren, kann man sagen, Indication Cars. Bin ich mal gespannt, wie es mit dem Auto hier. Ich habe jetzt den CLA, bin ich schon noch gar nicht gefahren. Oh, fucking untersteuern hier. Sogar irgendwie nicht schlechter als die normale A-Klasse. Obwohl die sich eigentlich gleich fast gleich fahren sollten. Boah. Da dachte ich schon, da kommt die Mauer in mir in den Kotflügel. Da vorne eins der Indication Cars ist schon recht weit weg. Und ich krieg bestimmt eine Kurvenstrafe. Nein, ich krieg keine Kurvenstrafe dafür. Okay.
Ich weiß gar nicht, wann man, also ich weiß, wenn man irgendwie die Kurven abkürzt oder so. Oh, schon 2 Sterne auf einmal bekommen. Ja, wir sagen, dann fahren wir noch eine Runde, probieren wir es nochmal aus und dann, ja, nächste Veranstaltung. So, hier nicht mehr den gleichen Fehler machen, rechtzeitig einbremsen. Und aufs Gas. So, die Online-Herausforderung haben wir direkt mal in den Sand gestellt. So, rollen lassen, Bremse, einlenken, Bremse nochmal kurz. Zwischendurch war ich auf dem Gas und jetzt wieder volle Möhre da hinten raus. Beziehungsweise vorne raus bei diesem Auto. So. So, für die Arschfetischisten von euch können wir uns hier noch das Ganze von hinten angucken. So, guck mal, das Bremslicht, das sieht auch schön aus. So. Ah, mittlerweile habe ich mich an das Auto ein bisschen gewöhnt. Oder allgemein an die ganzen Frontflügler hier. Von daher passt das irgendwie. So. Das ist dann, ja, das ist ein Indication. Das wird mich jetzt nicht überholen. Das gibt's doch nicht. Fahr, fahr, fahr. Nein. Wie knapp war's? Ich hab's nicht gesehen, wie knapp war's. 0,003 Sekunden. Wollt ihr mich verarschen? 0,003. Das ist doch nix. Das ist ein Messfehler. Mehr ist das nicht, das ist ein Fehler. Jo. Jo, dann hör ich auf. Was ist denn das, ey? 3000, der war hinter mir. Und auf einmal ist mein Auto zu langsam und er zieht irgendwie an mir vorbei. What the hell, Alter? Oh, wir haben ein Lotus freigespielt. Lotus Evora Sports Racer. Ah, ich habe das Auto, diese Herausforderung sehe ich gerade, mit der normalen A-Klasse um eine gute fast eine Sekunde schneller gefahren, in der Bestzeit. Gut, aber machen wir uns darin nicht verrückt, da fahren wir jetzt erstmal den Norwegian Open Central Tint oder so und dann fahren wir Myanmar, das ist eine Zeitstrecke dann später. Also, Platzierung Top 3, 1,40 oder weniger, Driftduell von 650 oder mehr. What the hell? Wieso kann dieses Auto angeblich ein bisschen driften? Ah, weil es ein Quattro ist, klar. Dann nehmen wir zur Abwechslung den A1, aber nicht in Weiß. Das sieht echt nicht schön aus. Kann ich nicht Alufelgen customizen? Gerade die finde ich so hässlich. Das hier. Okay, es lädt noch. Ich dachte schon, es geht los. So, den Staudamm genießen. Veranstaltung starten. So, schnell rein. Top 3, 1,40 Driftwell. 2 Runden haben wir Zeit. Top 3 kommt am Ende. Die Zeit, ja, sehen wir mal, ob es in der ersten Runde klappt oder nicht. Vermute man nicht. Driftduell könnte man in der ersten machen. Sollte eigentlich auch funktionieren. Wow! Sieht das Auto noch heile aus?